Willkommen zum Mittwochsupdate vom 28.10.2020. Ja, wir sehen hier schon die News angezeigt, rette den Galoppreiter. Wir müssen den Galoppreiter befreien und dazu müssen wir wohl an einem schaurigen Trailritt in Golden Hills teilnehmen. Und dort müssen wir 4 Portale finden, um dann in die Vergangenheit des Galoppreiters zu reisen. Und ja, Halloween, also das Halloween-Event und der H&M Grand Prix ist noch eine Woche in Jorvik. Nächste Woche mit dem nächsten Update verschwindet das alles. Dann gibt es, das müssen wir uns mal anschauen, die Möglichkeit wohl, wenn wir hier im Charakter sind, die Rassebeschreibung. Aha, genau. Wenn wir hier Rasse und Dodger, habe ich ja gerade dabei, können wir hier nochmal die Rassebeschreibung von unserem Pferd lesen. Das finde ich sehr schön, weil vor allem von diesen Special-Pferden, wie zum Beispiel jetzt gerade Dodger, was ich dabei habe, unserem Butterfly, da können wir die, sagen wir ja nicht, die Rassebeschreibung einfach nicht nochmal lesen, weil sie ja nicht mehr dastehen. Und das finde ich eine coole Lösung. Dann wird es nächste Woche so sein, dass in Fort Pinter Jorvik Rangers auftauchen. Ich bin mal gespannt, was die da machen und wie wir denen weiterhelfen können. Ich würde aber sagen, achso, ich habe mittlerweile genug Kürbisse gehabt, um diesen kleinen Kürbis, es war wirklich ein neues Haustier, neuer Kürbis, für 20 goldene Kürbisse freizuschalten. Und ja, jetzt schaue ich mal, dass ich noch ein paar Splitter sammle. Rosa Seelensplitter, um dann noch so ein paar Halloween-Ausrüstung und vielleicht auch Kleidung zu bekommen. Aber ich würde sagen, wir schauen nochmal schnell zu der Festung hin. Dort können wir nämlich, glaube ich, mit Idris reden. Genau, Chateau, Idris und hast du den nötigen Mut? Ist neu. Dürfte aber eigentlich nicht neu sein, weil das ja die Eve ist beim Schloss. Aber da müssen wir wahrscheinlich erstmal mit Idris reden und ja, wir müssen uns irgendwie dem Turm der Reue, wir müssen mit Idris beim Turm der Reue gewesen sein, irgendwie so. Wir gucken mal. So, Idris steht wo? Chateau Idris. Lagerstätte ist gerade, ach doch, da oben. Da steht er, ja. Hier wird schon gut gefeiert. Und mein Täubchen, wie wundervoll, dass du es zu meiner Party geschafft hast. Ein großartiger Ort, nicht wahr? Ich wandelte durch den Raum zwischen den Welten, als ich dieses Chateau gefunden habe, schwebend zwischen den Ewigkeiten. So groß, so majestätisch, aber doch so trostlos. Da ich nicht gegen die negativen Emotionen ankam, an die diese Wände innewohnten, habe ich mich entschlossen, es mit einer Party voller Träume aufzuhäutern. Ja, das sehen wir. Der kopflose alte Mann hat widersprochen, aber ich habe ihm eine Auszeit verpasst, damit er einen kühlen Nacken bewahrt. Aha. Wahrscheinlich einen kühlen Kopf. Das ist bestimmt in der Übersetzung ein bisschen schwierig. Er würde nur alle mit seiner schaurigen Präsenz und seinem grusigen Atem runterziehen. Eine Party ohne Gäste ist keine Party. Deswegen hoffe ich, dass du auf Jorvik noch ein paar mehr Gäste findest. Sieh zur vollen Stunde nach dem Zeichen des geisterhaften Wirbelsturms am Himmel und bring die Seelensplitter, die du findest, her. So wirst du alle möglichen eigenwilligen Geister zu unserer schönen Party bringen. Okay. Das konnten wir ja schon letzte Woche machen. Da habe ich letzte Woche nicht mit ihm gesprochen. Genieße die Party, mein Täubchen. Ich hoffe, du bringst mir viele Gäste. Ja, und dann geht's jetzt weiter. Die Party ist im Verlauf der Woche wirklich etwas voll geworden. Der ideale Zustand von gemütlich wurde deutlich überschritten, findest du nicht? Um ehrlich zu sein, mache ich mir langsam Sorgen über die Anzahl der ruhelosen Geister in diesem Chateau. Anfangs war ich entzückt, so viele Gäste zu haben, aber der Ort quillt einfach über vor Klagerufen der Ruhelosen. Es ist ein böses Omen, wenn es mehr Tote als Lebendige gibt. Okay. Ich kann nicht sagen, ob es eine Bürde war, die sich der kopflose Reiter selbst auferlegt hat oder ein Fluch, mit dem er belegt wurde. Aber mir ist jetzt klar, dass er eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, verlorene Seelen zu ihren letzten Ruhe zu führen. Wir brauchen ihn wieder an diesem Ort, damit er seine Aufgabe erfüllt. Sonst könnte sich diese Party, so erfrischend sie auch sein mag, für uns alle wirklich endlos erweisen.
Ich werde das Siegel des Turms auflösen, indem ich den eingesperrt habe. Okay. Der als Galoppreiter bekannt ist. Trifft mich dort auf der Spukwaldinsel. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Und, ja, den Trägerritt machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Das machen wir dann nochmal gesondert. So, müssen wir mal schauen. Wo ist Idris hier zu finden? Wahrscheinlich in der Mitte. Okay, da steht er ja schon. Huch. Das Pferd ist schon mal da. Lucy, könntest du diese unausstehlichen Stute mitteilen, dass wir nichts Böses im Sinn haben? Wir sind hier, um den Galoppreiter zu befreien. Idris meint, es ist gut, zumindest dieses Mal. Schnapp ihn dir, Mädchen. Das war natürlich... Nein, machen wir nicht. Ja, wie ich sehe, verstehen wir uns, Pferd. Jetzt gestatte mir meinen großen Auftritt und ich werde mein Siegel auf diesem Turm auflösen. Okay, das Siegel ist weg. Gehen wir hinein. Okay, hätte ich gewusst, dass es doch so viel wird. Achso, ja, wir müssen absteigen. Machen wir jetzt auch. Aber unser Kürbis kommt bestimmt mit. Ein fabelhafter Ort, dieser Turm, hat sich komplett verändert, seit ich den Galoppierer hier drin versiegelt habe. Aber das war nicht mein Werk. Der Raum im Inneren ist jetzt gänzlich anders als das Gebiet draußen. Ich hätte nicht erwartet, so ein Meisterwerk der Zauberkunst im menschlichen Reichen zu sehen. Wie dem auch sei, schreiten wir voran. Der Turm der Reue, genau. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch Portale suchen. Ah, nett. Sieh an, das ist keines meiner entzückenden Wunder. Es scheint, als möchte uns jemand nicht auf seiner Gästeliste. Willst du dich um dieses widerwärtige Hindernis kümmern, kleines Täubchen, oder soll ich meine Magie wirken? Ja, Idris, mach mal. Immerhin ist er ja auch schuld, dass der Galoppierer hier eingesperrt ist. Okay. Reue darüber, sich selbst nicht treu geblieben zu sein. Am Ende ist das alles, was bleibt. Reue für eine verlorene Freundschaft. Die letzte Belohnung der Loyalität endet mit Verrat. Reue für begangene Taten. Welche Entschuldigung kann es geben, wenn Unschuldige leiden? Und Reue für die Konsequenzen der Loyalität, für das Befolgen von Befehlen, auch wenn man weiß, dass es falsch ist. Ich kann hier eine Präsenz spüren, die sich von meiner Magie unterscheidet. Ich habe bereits den Bannzauber aufgehoben, die ich hinterlassen habe, doch es scheint, als würde noch eine andere Macht den kopflosen Reiter gefangen halten. Vielleicht hätte ich mir diesen Turm genauer ansehen sollen, bevor ich ihn hier eingesperrt habe. Scheinbar liegt der Schlüssel, um dieses Siegel aufzuheben, verborgen, hinter diesen Durchgängen. Jeder davon will etwas Wichtiges aus der Vergangenheit des Galoppierers. Vielleicht etwas, das er gerne hätte. Ein lange verlorener Wunsch. Ich glaube, das Portal zum schaurigen Trailritt ist erschienen, als ich den Galoppierer in diesen Turm eingesperrt habe. Wenn du die schaurigen Trailritt erkundest, findest du vielleicht Durchgänge, die dich zu den fehlenden Andenken führen. Wenn du diese Andenken herbringst, könnte das die magische Barriere auflösen. Okay. Das machen wir dann aber definitiv nicht heute. Fliege zum schaurigen Trailritt, kleines Täubchen, hole die Andenken. Das machen wir. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das ist, doch, ich finde es irgendwie schön, dass sie hier nochmal was Neues reingebracht haben und ein bisschen was zum Hintergrund des kopflosen Reiters. Ist schon, denke ich mal, je nachdem wie es wird, auf jeden Fall momentan interessant. Ich bin gespannt, was wir da so über ihn erfahren werden. Und, ja... Wir haben nur noch eine Woche Zeit, um goldene Kürbisse zu sammeln, um die Seelensplitter zu sammeln und um hier die Quest zu machen.
oder halt nochmal am H&M Grand Prix teilzunehmen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.